So, wir haben bereits 250.000 Hongkong-Dollar. Nicht schlecht. Jetzt habe ich mir... ich musste kurz ein Problem mit der Maus beheben. Da habe ich mir den Ort schon mal markiert, weil... plötzlich hat das... konnte ich nicht mehr klicken. Eine Weile. Ich hätte es aber beheben können. Also auf zu Amanda. Hoffentlich weiß die nicht vom Nicht-Ping und die, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die uns betrogen hat. Ich stecke wieder irgendwo fest. So. Weiter. Schauen wir, ob wir einen Anruf machen können. Autoservice, der ja nicht so zuverlässig wie gewünscht arbeitet. Hoffentlich verbessert sich das dann noch mit zusätzlichem Ansehen. Das ist eigentlich gerade der Witz, dass man den rufen kann, wenn er irgendwann in der Pampa steht und das Auto bringt. Und nicht nur, wenn man mitten in der Stadt steht und der noch ein paar Meter fahren muss. Dann kann ich auch selber hingehen. Die Kamera macht mich in den Wahnsinn. Ich wünschte, ich könnte es frei schwenken, wie ich will, aber sobald ich rückwärts fahre, schaut sie halt auch zurück. Aber das war wohl nichts, egal. Wie umsonst, hallo Tempo. Wie umsonst gehalten. Aber hier sind wir hoffentlich nicht umsonst. Hey, Amanda. You look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Let me see what I can do. You know how I was talking about writing a book? Yeah? With your photos, right? Yeah. I decided to do it on all those cool little shrines all over town. Oh! Gern doch. Hübsches Kleid und dann noch so im Regen. Grandios. That looks good, thanks. You have to say, that dress looks really good on you. Well, you know, this guy bought it for me. The guy bought you that dress, huh? Tell me about it. Well, he's pretty cocky. Bit of a jerk. But he's also good. And what does the guy think about you? I don't know. I hope he likes me. Well, I don't know about the guy, but I think you're pretty cute. Sagt sie nichts mehr. Der Bedarf an Helm. Okay, so ein bisschen komisch aus. Bestechen, moderates Schmiergeld anbieten. Nicht, dass ich da irgendwas anderes machen könnte, soweit ich das sehe. Und daher machen wir das. You think you can let me and my friend in? No, I told you it's closed. Look, I'll make it worth your while. Well, sir, it is time for my break. I think I'll go for a walk. You're so resourceful, Way. Resourceful. Hey, will you take some pictures for me? Please? Sure thing. Was sure. Oh, over here. Oh, that's pretty. Ja, könnte ein bisschen näher sein, wenn es dir gefällt. Drüben leuchtet oder was? Ah, zieh doch mal auf diese doofe Tresor-Kutsch. Nein! Zu schnell gewesen. So, ein weiterer Tresor. Kann ich mir noch mehr Schmiergeld leisten?
kleine Geste. Good composition. Ich frage mich, ob der Regen quasi fix zur Mission gehört oder ob das jetzt einfach ein bisschen unglücklich ist, weil, naja, ob mir das wirklich so egal wäre. That's great. Thanks. You're a pretty good photographer. Ah, no problem. My pleasure. That was great. Thank you so much. I can't believe you got us in here. It's no problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Thanks again, though, for taking the time to, you know, do this. Yeah, it's okay. So, was this like a date? Sounds good to me. What do you think? Definitely. I mean, yeah, that sounds great. Well, thank you for the date then. Sie steht auf Männer, die Sonnenbrille tragen. I have an idea. Oh, really? Tell me more. Ah. It started with a kiss. Also. Das Gesundheitsschreien erscheinen auf ihrer Minimap. Coole Sache. Hätte ich ja gar nicht zu träumen gewagt. Und noch irgendein Bericht, den ich wohl wieder nicht lesen werde. Ice Cream und Dragon Kick. Ja, lass uns das Dragon Kick mitnehmen. Komm, nimm den Dragon Kick mit. Ah, und dann testen wir wieder mal den Autoservice. Bin ja gespannt. Hey, it's Wei. I need a car. A car? Na klar! I'll be there right away. Toll. Ja, ich darf nicht mal sagen, welches oder was. Bringt doch irgendein. Okay. Here you go. Go direct to the front, okay? Okay. Auto wo? Nehmen wir einfach hier. Und das hier. Das ist ein Oldtimer raus. Geht das gar nicht. Scheint nicht zu gehen. Vielleicht am anders. Am anders Kabel. Wobei, wo ist sie denn? Und was ist das für ein Zeichen da oben? Gang-Ding. Jetzt ein bisschen schnell. So steil ist doch das jetzt auch wieder nicht. Was ist das hier? Vielleicht mal ein Safehouse in Zukunft. Sieht zu, ja, wichtig möchte ich jetzt nicht sagen, aber zu speziell aus, als dass es nicht sein könnte. Das bewegt das gar nichts. Space, okay. Haben wir kurz den Umgang gemacht. Aha, Tresor. Ja, hört doch auf. Zu Beginn waren die noch ohne Kombination. Und jetzt nur noch mitzukommen, wo bist du? So, Tresor. Oh, eine Waffe, eine Waffe! Ah! Kann mein Glück kaum fassen. Eine Waffe. Da ich mein Glück kaum fassen kann. Mal schauen, dass wir das jetzt auch gleich irgendwie umsetzen können. Irgendwas Profitables. Aha, ja, super.
bin ich ziemlich orientierungslos und jedes Mal bleibe ich mit dem Motorrad in irgendeinem Quatsch hängen. Ja, besten mal die Karte aufgedeckt. Ja, das ist eben auch so ein bisschen nirgendwo, okay. Ja, vielleicht eine Razzia. Versuch. Das Ding ist verflucht schnell. Und auch verflucht gefährlich. Ach so, ich könnte. War jetzt zwar überhaupt nicht so gewollt, so, aber ganz obschass. Ich Depp kann ja die einfach mit Kuh kapern, ganz vergessen. Das müsste ja auch mit ganz normalen Autos eigentlich gehen. Aber den spektakulären Flug war es irgendwie wert. Geht es doch nicht. Müsste ich eigentlich auch mit ganz normalen Autos gehen. Ja, sonst noch so klassisch. Nein! Ich drück gar nichts, irgendwie, wenn man das Auto zuläuft, macht er das scheinbar automatisch. Hübsches Auto hast du, dankeschön. Jetzt bin ich leider schon fast da. Ah, da hinten sind die. Oh, komm hoch hier. Oh, 15 Schläge mit Schusswaffen. Nee. Lass das mal noch stecken, bitte. Wahrscheinlich, weil ich jetzt so weit, also quasi im letzten Quartier bin. Wahrscheinlich wäre jetzt da ein bisschen schwerer, wenn jetzt da 10 mit oder 15 mit Schusswaffen kommen, dann ist das nicht so lustig. Boah, jetzt bin ich wirklich ein bisschen abseits von allem. Po! Dann trifft man Drifter GT für. Vielleicht das mal. Ist auch verdammt weit weg. You're listening to Kerrang Radio, the world famous home of alternative music. Lady Hawk on the way, but right now it's time for Animal Kingdom. Eine Kurve zu fahren. Weil ich nicht Ping nicht anrufen. Ah. Das gleich um das Handy schicken. Können wir das nicht. Jetzt könnte ich eigentlich noch schauen, was das auf der Karte war, wenn es da irgendwo rein und hoch geht. Ja, hier doch eigentlich. Was sind das für Zeichen auf der Karte? Gleich diverse. Kurz schauen in der Kamera hier. Das Kabel hingeht. Dahin. Ecken wir das Teil wieder. Kann man ja gar nicht genug von kommen. Okay. So.
gehackt. Ich glaube, jetzt steige ich in den Auto, um da die anderen Punkte anzuschauen, was das überhaupt ist. Bisschen im Call aus oder so, nicht? Ach so, das sind natürlich die Schreine. Ja klar, die sehe ich jetzt hier, denke ich. Das sind bestimmt die Schreine. Drüben ist einmal so das andere machen, was ich sehe. Drüben, okay. Ja, besonders spannend ist natürlich nicht, die jetzt aufzudecken, aber effektiv wahrscheinlich. Also den Gesundheitsbonus hole ich ganz sicher mal noch ab, da brauche ich jetzt nur noch einen. Und was da hinten leuchtet, will ich auch nicht sehen. Nämlich ein weiterer Tresor. Vielleicht ein bisschen viel mit diesem Sammel dies, Sammel das. Wie gesagt, bei GTA hat ich schon vom Tab und dann die Nase voll bald mal. Aber nun gut. Kleidung und so hat es teilweise eben auch noch drin, oder eine Waffe habe ich ja vorhin gefunden, also ganz nutzlos sind sie schon nicht, das muss man sagen. Was war jetzt dieses Zeichen? Muss da drin sein, im Spital. Ja, ich sehe es leuchten wieder. Statue oder was? Genau, eine Statue. Wunderbar. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Die müssen wir wieder zurückbringen, natürlich. Hier hat es noch mehr Schreine in der Nähe. Ist das jetzt ein Segen oder nicht? Das ist es einerseits natürlich schon, ist klar, aber andererseits kann man dann fast nicht widerstehen, die auch zu holen, wenn man schon in der Nähe ist. Und ob denn das immer ein Segen ist für den Spielfluss? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher weniger. So, maximale Gesundheit wieder erhöht. Blaue Balken über dem. Der blaue Gesundheitsbalken über dem roten Gesundheitsbalken wächst. So weit, so gut. Schon mal. Was ist hier? Oh, verdammt. War doch hier. Wir waren noch so Unfälle im Hintergrund gesehen. Komm, gib her! Der war schon tot. Ja, holen wir den halt auch noch. Den Motorrad kommen wir vielleicht ein bisschen direkter hin. Ja, oder auch nicht. So, auch geholt. Geht jetzt nicht zum Motorrad zurück, sondern schnappt man uns wieder irgendwas Neues. Wenn wir hier dann überhaupt rauskommen. Ah, da drüben können wir uns doch. Das ist ein Limo schnappen. Was sind wir denn hier? Wow.
alles im Griff, keine Panik. So. Ja, hört sich heute schrecklich, das Ding. Wenig überraschend. You've been listening to the... Jetzt haben wir sowieso gleich den markierten Drifter GT erreicht. Stopp! Ganz praktisch so eine Limo, um andere anzuhalten. Ah, Mist, da oben wäre noch ein Schrein gewesen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob der zurückkommt, sich die Karre wieder schnappt, damit wir die jetzt da stehen lassen. Die Bullerie ist uns jedenfalls nicht auf den Fersen, kann es uns relativ egal sein, macht die Karre nicht kaputt. So, den auch noch. $90,000 ist der Wert. Ja, jetzt noch 82.000. Vielen Dank, anderer Typ. Ja. So, dieses Mal ein bisschen vorsichtiger, genau. So kommt das gut. Die bringen uns sogar meistens Kohle, diese Diebes-Klau-Aufträge. Sehen, ob der Start oder zum Beispiel ist. Genau da. Kommt da rein. Sieht so aufgemalt aus. Ja, nicht umsonst. Ja. Hm, weiß nicht genau, ob das vielleicht in der Höhe steht oder so. Hier unten sehe ich keine Möglichkeit, da irgendwie rein oder hoch oder was auch immer zu kommen. Da kann man rein. Oder? Auch aufgeklebt. Ist auch aufgeklebt, okay. Schade, sah schon ein bisschen echter aus im ersten Moment. Aha, da vielleicht rein. Auch nicht? Ist aber nicht aufgeklebt. Also sieht zumindest nicht so aus. Fahren wir mal weiter rundherum. Vielleicht doch. Da. Weil das ist dann schon relativ weit weg. Ich will nicht. Schwierig zu kontrollieren. Wahrscheinlich nicht, ja. Doch. Muss es jetzt halt fast mal versuchen, oder ich will es mal versuchen. Quatsch, halt da durch. Man sieht anhand der Farbe, wo man hoch kann, bin noch nicht ganz sicher. Du kommst da nicht rüber. Komm mal. Kommt da scheinbar nicht rüber. Hä? Okay, jetzt schweben wir, auch nicht schlecht.
Allerdings spricht das eher dagegen, dass das dann der Durchgang ist, den wir brauchen, weil das hätten sie ja wohl ein bisschen besser getestet dann, wenn es der wäre. Wir schweben, finden aber nicht den Durchgang. Da geht's auch nicht hoch. Nein, scheint leider doch nicht hier zu sein. Naja. Komme ich jetzt überhaupt wieder runter, ist die Frage. Okay, so weit, so gut. Oh nein, jetzt bin ich glaube ich in der Wand drin. Jetzt roll ich durch die Welt. Jawohl, juhu, Klatsch. Gut, das heißt wohl Spielladen.